Ja, hallo, willkommen hier on Tour in Unterfranken, an der Grenze zu Mittelfranken. Wir sind in Seinsheim beim Weingut Schilling, hier die Sophia Lehrmann. Genau. Hallo. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, dass wir auch mal von eurem Weingut berichten dürfen. Du leitest ja das Weingut zusammen mit deinem Mann, Sebastian. Genau, ja. Kannst du vielleicht mal ganz kurz unseren Zuschauern so ein bisschen das Weingut vorstellen, wie groß ihr seid, was ihr so anbaut? Mhm. Ja, also herzlich willkommen auch nochmal. Schön, dass du da bist. Und ja, also wie schon gesagt, wir sind so die Jungwinzer, der Sebastian und ich. Mhm. Und unser Betrieb, den gibt es eigentlich schon relativ lange. Mhm. Also so um 1900 hat eigentlich der Hof gestartet, hauptsächlich so mit Viehhaltung und Ackerbau, also so ein typischer Gemischbetrieb, und wir hatten nur um die 13 A-Weinberge. Mhm. Und es ist eigentlich immer mehr geworden, also so um die 80er Jahre ist auch die Weinbergsfläche stetig ausgebaut worden. Und ja, und dann haben 1996 meine Eltern den Betrieb übernommen und haben es dann ein bisschen anders ausgerichtet. Mhm. Also es kam jetzt hier die Weinstube mit dazu und ja, die Viehhaltung kam weg. Und auch 2000 wurde das Ganze nochmal erweitert. Die Weinstube und auch Gästezimmer haben wir hier. Also man kann Urlaub auf dem Winzerhof machen. Und ja, und da ist dann auch, ja, 2007 habe ich meinen Schulabschluss gemacht, habe dann entschieden, ich lerne Winzerin. Und das war auch dann der Schritt, wo mein Vater in die Selbstvermarktung umgestiegen ist. Also vorher waren wir Traubenablieferer und so war dann der Startpunkt der Selbstvermarktung. Ja, ich habe ganz klassisch eben eine Winzerausbildung gemacht. War danach in Australien zum Praktikum, ja, habe mich da mal umgeschaut und war dann in Verzöchern in der Landesanstalt und habe da meine Techniker für Weinbau und Kellerwirtschaft gemacht. Da habe ich auch den Sebastian eben kennengelernt und der hat Weinküfer gelernt und ist eben auch Techniker für Weinbau und Kellerwirtschaft. Und der Sebastian macht hauptsächlich so den Außenbetrieb auch, da ist er dafür zuständig, und zusammen machen wir dann den Keller. Aber schon so ein bisschen Aufgabenaufteilung. Ja, schon. Also ich bin ab und zu mal so Handarbeitssachen mal draußen, aber so die Maschinenarbeit und alles macht eigentlich schon hauptsächlich er. Und genau, aber Keller so geteilt, da wird auch alles abgesprochen und ja, da machen wir die Weine dann einfach wirklich. Also auch im Weinberg wird zusammengeschaut und zusammen gemacht und abgesprochen, aber da im Keller arbeiten wir zusammen. Und meine Eltern, die sind dann hauptsächlich so für die Gästezimmer und die Weinstube zuständig. Genau, ja. Okay. So, welche Rebsorten habt ihr so im Angebot? Wir haben, also bewirtschaften wir um die 5 Hektar Rebfläche. Und 30% sind Silvaner, 20% Müller, also schon klassisch fränkisch, auch viele Sorten. Also wir haben, der Rest teilt sich dann auf. Also Rotwein haben wir natürlich auch, sind so nochmal 15%. Und dann Weißburgunder, Scheurebe, dann haben wir Chardonnay angelegt. Ja, der Riesling haben wir eben dazu. Traminer, ganz vergessen. Dann haben wir jetzt auch noch angelegt Cabernet Blanc und Sauvignon Pilz, widerstandsfähige Rebsorten. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Mal auf unsere Weine schauen. Nein, müsste eigentlich alles gewesen sein, ja. Aber ihr habt dann auch noch eine Besonderheit. Ihr habt, wenn ich mich nicht ganz täusche, einmal hier in Seinsheim eben Weinberge, eben im Keuperland. Ja. Und dann in Retzbach. In Retzbach, genau. Also der Sebastian, der kommt eben aus Retzbach und war da auch Traubenablieferer. Also einmal eine kleinere Rebfläche eben dort. Und ja, und dann jetzt haben wir stetig dann die Weinberge zu uns gebracht. Und da haben wir eben Silvaner und Scheurebe. Und in Retzbach ist dann eben auch dieser Cabernet Blanc und der Sauvignon angelegt worden letztes Jahr. Genau. Okay. Und dann haben wir eben den schönen Vergleich. In Seinsheim ist eben Gipskäuber die Bodenart und in Retzbach der Muschelkalk, ist direkt die Weinberge am Main gelegen. Und hier sind wir eben Region Steigerwald. Eine Frage hätte ich noch, ich hoffe, da weißt du eine Antwort drauf. So im Vergleich, also ich meine, du machst ja erst seit 2007 mit deiner Winzerausbildung richtig Wein. Aber so von Erzählungen her, von deinem Vater vielleicht auch, gibt es irgendwie eine große Veränderung hier in, ja, ich sage jetzt mal, im südlichen Teil von Unterfranken, so im Vergleich zu früher? Meinst du jetzt auf Wetterbezogen? Wetterbezogen, oder? Qualität der Weine.
Okay, also ich würde mal sagen, na gut, Qualität der Weine, ich glaube früher, so Sainsam war sehr genossenschaftsgeprägt. Mhm. Und da ist natürlich früher eher so die Menge gewesen. Mhm. Also das merkt man schon, das ist natürlich, also erstens mal auch wegen der Mengenbegrenzung, aber auch so ist jetzt viele Weingüter erzählbar, also die Qualität ist auf jeden Fall wesentlich besser geworden. Mhm. Aber also man sagt ja schon immer, es ist hier die fränkische Trockenplatte, also es hat schon immer recht wenig geregnet, momentan natürlich sowieso. Also jetzt auch wenn man so rumschaut, irgendwie so gefühlt die anderen Ortschaften trifft es immer und bei uns kommt gefühlt auch immer gar nichts. Jetzt die letzten Tage hat man echt Glück. Und aber so diese unteren Lagen waren schon immer ein bisschen frostgefährdet, die eher flach sind. Mhm. Und als es dann jetzt immer wieder mal zu Spätfrösten kam, hat es auch die wieder betroffen. Mhm. Also das ist dann schon eher gleich geblieben, würde ich sagen. Ja, ja. Also dass man sagt, es waren einfach schon immer so die Witterungsgegebenheiten und da hat sich jetzt von den Lagen her eigentlich nichts groß geändert, wo man sagt, das erwischt es dann doch nicht mehr. Ne? Okay. Also das ist schon gleich geblieben. Okay. Ja. Aber so von Rebsorten werden wahrscheinlich manche... Ja gut, ich meine früher war es halt, 1970 war ja da die Flurbereinigung, da war halt die Silvaner, Müller-Thurgau und eben der Traminer, das war damals eine Sondersorte. Mhm. Aber und jetzt ist es natürlich stetig, wird es gewechselt. Ne? Mhm. Also meistens wird ja dann oft mehr Müller-Thurgau rausgerissen und dann, ja, da ist es auch die klassische Sortenvielfalt eben fränkisch. Okay. Also dann, wir hatten früher zum Beispiel nie Bacchus. Das ist dann auch immer viel dazugekommen. Ja. Und dann so in der 80er Jahre auch den Rotwein, wo dann gekommen ist. Genau. Okay. Also das ist dann so nach und nach wieder rausgekommen. Mhm. Ja. Könnte man was probieren? Ja, natürlich. Du hast ja ein bisschen was vorbereitet. Ja, einiges. Genau, also ich habe einen Sekt als erstes, dass wir einfach mal gut in den Tag starten können. Ist ja noch früh am Morgen. Ja, also... Da seht ihr es mal, uns ist keine Mühe zu hart, dass wir jetzt auch morgens um, wie spät ist es, 21:45 schon ein Glas Sekt probieren. Genau, genau richtig, so den Tag zu starten. So. Das ist jetzt ein Pinot und Silvaner Cuvée. Hm. Gibt das vielleicht eigentlich schon mal? Das ist oder darf ich dir noch einen Schluck drauf? Nee, das ist gut. Genau. Also klassische, also traditionelle Flaschengärung. Mhm. Der war spontan vergoren, die Grundweine. Mhm. Waren 10 Monate auf der Vollhefe, sind dann zur Sektkellerei gekommen und da war dann nochmal 24 Monate Flaschengärung. Mhm. Ja, und der ist jetzt degustiert worden im August 2022. Und ja, genau, haben wir jetzt da zum ersten Mal Sekt gemacht. Mhm. Wir haben auch dann letztes Jahr wieder Sekt gemacht, kommt ganz gut an. Und ja, können wir einfach mal probieren. Dann zum Wohl. Also ich finde, es geht halt schon ein bisschen in die cremigere Richtung. Bisschen würzig auch. Aber hat auch schon so eine fleischige Fruchtnote noch dabei. Also das find ich schon. Aber der ist sehr angenehm, der ist sehr trinkig. 2018, glaube ich, gerade gesagt. Naja, Jahrgang 2018, genau. Und das ist dann rein aus der Gegend hier, also nicht aus Erzbach. Ja, genau, ja, Steigerwald, ja. Und also Muschelkalk. Und ja, wir wollten es ein bisschen so in Richtung Champagnerart machen. Mhm. Aber also, er entwickelt sich auch immer anders. Also immer mal, wenn man probiert. Ne? Also ich fand immer, er war jetzt eine Zeit lang sehr feinperlig. Mhm. Jetzt ist er fast wegen offener, wie du sagst, wegen so fruchtig. Ne? Mhm. Also das ist der Wahnsinn, wie sich dieser Sekt immer entwickelt, je nachdem, was man mal probiert. Ja. Und der ist Brut Natur, oder? Ja, genau, Brut Natur. Also ja, ist quasi bis zum Ende vergoren und wir haben nichts mehr dazugegeben, hat uns so ganz gut gefallen. Mhm. Generell bin ich eigentlich auch so ein Typ, wo gern trockene Weine trinkt, muss ich sagen. Klar trinkt man auch mal so, wenn man gerade mal auf dem Weinfest ist oder irgendwie sowas, mal was halbtrockenes, aber eigentlich schon so die trockene Trinkerin, muss ich sagen. Ja, ich glaube auch die meisten unserer Zuschauer sind eher Trockentrinker. Okay, ja. Also die meisten, glaube ich. Ja.
Nee, der ist richtig schön. Also ich finde auch dieser Burgunder kommt schön in der Nase voll raus. Ne? Ist das ein Verhältnis 50-50 oder ist mehr Burgunder drin? Es ist ein bisschen mehr Burgunder drin. Mhm. Aber ja. Das schadet nicht. So, wenn es 60-40 ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und jetzt auch letztes Jahr, also jetzt machen wir dann nur mit Weißburgunder, nur mit Pinot, ja. Mhm. Also in Zukunft den Sekt. Mhm. Ich denke einfach, es passt so eher in diese klassischere Linie. Ja. Also deswegen, wir haben auch im Hintergedanken deswegen Chardonnay ein bisschen angepflanzt, dass man sagt, man könnte das dann auch mit in den Sekt mit reinnehmen. Genau. Ja, Weißburgunder Sekt finde ich gut. Mhm. Ja. Überrascht jetzt viele hier, glaube ich. Nicht. Aber ja. Der war in der Säure, ist er eigentlich noch ein wenig zurückhaltend. Mhm. Aber gut, das ist halt, das kommt auf den Jahrgang an. Ne? Also er ist August gelesen, also eigentlich so, man sagt, man liest eben den Sektgrundwein, aber man kann es halt oft auch einfach nicht beeinflussen. Mhm. Weil wenn jetzt die Reife auch irgendwie noch nicht da ist, ich kann nicht nur wegen der Säure sagen, hopp, jetzt gehen wir Mitte August raus und dass ich diese richtig knackige Säure mit drin habe. Ja. Da muss ich schon auch schauen, dass das Traubengut irgendwie passt. Ja, natürlich. Nee, aber ist schön. Aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal mit dem Sinsheimer Silvaner weiter. Ah. Das ist jetzt unser Ortswein. Eben wie ich gerade schon gesagt habe, Sinsheim, Gipskäuper. Ja. Ich halte meine Kamera. Jahrgang 2021. Mhm. Klar ist 22 jetzt auch schon gefüllt, aber Silvaner präsentieren sich halt echt eigentlich immer noch total schön. Mhm. Und ich glaube, es ist auch immer ganz interessant. Also im Ausschank haben wir immer beide dann, aber 21 ist eigentlich das, wo man jetzt sagt, es lässt sich jetzt momentan halt richtig gut trinken. Ne? Ja. Und Ortsweinqualität eben, also diese Ortsweine sind bei uns diese klassisch fränkischen Sorten. Mhm. Also da kommt jetzt dann nicht irgendwas rein, wo man jetzt sagt, ich würde jetzt da den Chardonnay nicht reinstecken in diese Linie. Und trocken ausgebaut und wir machen bei den Ortsweinen, also bei den Silvaner Ortsweinen Spontangärung, dass man auch mal sagt, man hat diese typische Aromatik, wie der Wein eigentlich haben sollte. Und machen ein langes Vollhefelager, machen wir eigentlich bei allen, also da so kurz vor der Füllung tun wir eigentlich erst von der Hefe abziehen. Und ja, dann natürlich trocken, klar, sowieso geht beim Silvaner jetzt auch nicht anders, ja. Silvaner kommt mega durch. Mhm. Das ist. Ich finde auch richtig schön. Ich finde, bei den Sinsheimer habe ich immer wegen dieses Gelbfruchtige auch. Also, dass ich jetzt schon sage, es geht so Richtung Pfirsich auch ein bisschen und Quitte. Mhm. Also, Quitte, ja. Du so. Ja, Quitte, ja. Mhm. Sehr angenehm zu trinken. Also, ja, wie gesagt, morgens um halb. Das schon, ja. Aber also hat so um die 3 Gramm Restzucker, also es soll schon auch ein Wein sein zum Trinken. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, ob da jetzt ein riesen Essen wo dahinter steht, ne? So, sondern ich möchte mich da raussetzen und abends dann ein Glas Wein genießen. Oder auch zwei. Ja. Preislich, wo liegt denn der ungefähr? 8 Euro. 8 Euro. Das genau. ist. Ja. Wow. Hoffe in Ordnung. Mehr als in Ordnung. Du trinkst mehr fremde Weine. Ja, ne, ja. Ja, also ich finde, dass bei den Ortswein Silvaner kommt die Frucht immer total schön raus, finde ich. Also dadurch, dass der ist halt einfach ein Edelstahl klassisch, ist einfach manchmal nicht verkehrt, ne? Wo man jetzt sagt, man lässt es mal mit dem Holz weg und man hat wirklich die reine Frucht. Genau. Auch wenn Silvaner ja oft wenn so zurückhaltend ist, ist er eher eine neutrale Sorte, aber kommt dann doch immer schön raus, ja. Ne, finde ich schön. Richtig schön. Toll. Ja. Schön. Wenn es im Nachhinein hallert man ein bisschen die Birne auf, wenn es im Mund noch drin ist. Hast recht.
schmeckt ja jeder ein bisschen anders. So, machen wir jetzt den klassischen Vergleich, oder? Nee, haben wir jetzt eigentlich. Ach so, ja. Also wir können, aber ich glaube vielleicht, wobei eigentlich hätte ich jetzt vielleicht schon diese trockene Schorle, die wir mal zwischendrin gemacht, wenn es für dich in Ordnung ist. Damit kann ich sehr gut leben. Oder? Und dann machen wir lieber später den Reizbacher Serrano. Ja, genau. Ja. Switchen wir mal zu Scheu. Weil sie ist ja immer trocken und dann später haben wir dann Holz mit drin. Mhm. Genau, und die ist jetzt aus Bullenheim. Bullenheim genau. Ist ja auch so gar nicht weit von hier und meiner Meinung nach wachsen da sehr schöne Scheurilben. Genau, also Bullenheim ist, so wie ich jetzt vorhin gesagt habe, dass bei der Flurbereinigung Seins den Traminer als Sondersorte bekommen hat, hat Bullenheim damals die Scheurebe bekommen. Mhm. Und deswegen haben die auch sehr viel Scheurebe einfach. Und ja, man sagt immer, in Bullenheim ist die Scheurebe besonders toll, also wir sind auch sehr zufrieden und haben den jetzt, wir haben ihn eigentlich immer so ausgebaut gehabt, dass er gerade so an der Grenze zum Trockenen war. Mhm. Man muss halt auch immer schauen, dass das mit dem Alkohol noch passt. Ne? Ja. Ich kann nicht sagen, ich mache einen trockenen Wein und habe dann extrem viel Alkohol. Mhm. Und deswegen, also 22 haben wir aber eine trockene Scheurebe gemacht. Und die hat um 6 Gramm Restzucker, also ist schon noch auch was mit drin, also so kann man es nicht sagen, dass er komplett trocken ist. Und ja, ich habe es ja auch schon, also bei diesen Gipskäuberweinen, wenn man die Aromasorten hat, die brauchen auch manchmal ein bisschen. Mhm. Also man kann es immer, ja, also es gibt Jahrgänge, da denkst du, ja, wo bleibt denn jetzt die Frucht? Und ein Jahr später bist du echt überrascht, was der jetzt für eine knalle Frucht hat. Ja. Und bei dem Heuer finde ich, dass sie jetzt schon schön da ist. Ja. Der ist auch spontan vergoren. Ne, nur die Silvaner. Die Silvaner sind schon dann, genau. Scheurebe nicht mehr. Also im Keller machen wir dann auch was schon, dass wir sagen, wir gucken, dass es recht kühl ist, machen auch was mit Trockeneis, dass er schon auch die Frucht da bleibt. Weil ich finde, eine Scheurebe soll dann auch eine Scheurebe sein. Ja. Also der Kunde erwartet das ja auch irgendwie. Nee, ist schön. Die ist schön. Die hat wirklich so dieses klassische Cassis so mit dabei und so einen leichten grünen Touch, finde ich so. Oh, da ist schon jeder. Nee, also eigentlich haben wir es nicht geplant. Ja, das stimmt schon so hinten nach. Ne? So leicht so, aber nicht, nicht so wusch, sondern so. Hm? Ja. Was hast du gemeint? Auch wieder schön trinkbar, würde ich sagen. Ja. Also ich glaube aber, das ist so, fallen uns auch die Weine. Ja. Also wir schauen schon irgendwie so, sie sollen klar sein, also und halt wirklich schmecken. Mhm. Also ich. Ja. Ja, nee, also ich glaube, bei dem Wein, da darf man sich nicht wundern, wenn irgendwie man sich was eingießt und vielleicht einen Film schaut und dann irgendwie zur Hälfte des Films ist auf einmal die Flasche leer. Okay. Da darf man sich jetzt überhaupt nicht wundern. Also das ist so der Fließgeschwindigkeit. Schön. Und ich denke auch, da ist halt eben die so Säure, Restzucker schön ausgeglichen. Genau. Ne? Nee, ist richtig. Also, schön. Dass man jetzt sagt, man ist immer in diesem Zwischenraum zwischen trocken und ein bisschen an der Grenze halb trocken. Ja. Wir haben auch gern Säure in den Weinen, muss ich sagen. Also, finden wir eigentlich ganz schön. Ja. Braucht man ja auch eigentlich, weil ich meine, wenn man keine Säure hat, dann ist der Wein eigentlich relativ dumpf. Ja, also, ja, genau. Und so ist er spannend. Und, also, wir haben es immer wieder über die Jahre gemerkt, dass. Wenn da ein bisschen mehr Säure drin ist, ist da ein so ein Wumms dahinter, ein so ein Zug und die schmecken einfach besser. Mhm. Ja. Die Frage ist jetzt, Traminer würde ich schon nach hinten rauschen, weil der eben zu viel Restzucker hat. Genau. Ne? Ich will, machen wir mal den Silvaner, den 21er. Mhm. Aber ihr habt auch... Ihr habt gar keine Korken eingeführt, oder? Ihr seid direkt Wir sind, Domina hat einen Korken, also der Rotwein hat Korken, weil wir auch gesagt haben, dass beim Rotwein macht es Sinn. Mhm. Also der soll ja auch einfach noch ein bisschen lagern können, da soll die Luft mit reinkommen und da haben wir es mal gemacht. Mhm. Aber bei den Weißen machen wir es jetzt eigentlich, haben wir es jetzt momentan,
noch nicht notwendig gesehen. Ne? Also okay. Ich meine, klar, wenn wir mal sagen, es kommt vielleicht ein Wein, wo mal richtig gut ist, wo es vielleicht mal Sinn macht und also wo man sagt, man hebt den jetzt irgendwie lang auf und würde ich was mit Maischegärung oder sowas machen, dann glaube ich, würde man es schon machen. Aber jetzt diese Weine, ich bin ein bisschen mit dem Verschluss sehr zufrieden und der Wein bleibt so, wie er ist. Also kann man auch einfach schön lagern. Genau, ja. Genau, wir haben jetzt Retzbacher Wein im Glas. Jetzt haben wir Retzbacher Wein im Glas, 21er Lagenwein, Silvaner. Mhm. Das ist, also in Retzbach haben wir auch sehr viel Steillage. Mhm. Also gerade Silvaner sind zwei absolute Steillagen, also nur Handarbeit möglich. Mhm. Und der Wein, die Böden sind dann sehr karg, also sehr steinig und ja, sind eben direkt, wie ich vorhin schon gesagt habe, am Main gelegen, also wirklich schöne Sonneneinstrahlung auch. Also es sind eine reine Südlage, aber schon sehr südlich auch einfach gelegen und präsentieren sich anders, ist auch im Holz gewesen. Mhm. Machen wir bei den Weinen bewusst, dass man auch mal sagt, wie kann man die Weine verschieden ausbauen und macht es schön rund, eben auch sehr langes Vollhefelager bis kurz vor der Füllung und ja. Genau. Probieren wir einfach mal. Ja, man merkt das Holz schon, aber es ist jetzt nicht so wusch. Ja, gut, aber das glaube ich, ich weiß nicht, bin ich jetzt auch gar nicht der Typ dafür, wo so extrem. Nee, ich auch nicht. Also ich glaube, ganz früher mochte ich sowas. Ja, es war mal eine Zeit lang, wo man sowas getrunken hat. Ja. Aber jetzt eigentlich nicht. Ja. Also, jetzt möchte man es irgendwie ein bisschen dezenter und filigraner und so. Und da ändert man sich dann auch mit der Zeit. Ja. Filigranes finde ich auch ein gutes Stichwort, weil ich finde, bei dem Wein ist es immer, das ist ein filigraner Wein, finde ich. Der ist so richtig fein. Ja. Rund, kräftig am Gaumen. Mhm. Aber vom Holz her, das war eher so kleines, mittelkleines. Genau, Holz. Also wir haben nur bei Deckfässer haben wir eigentlich, Genau, und dann halt bunt durchgemischt. Also manche mehrere Jahre schon belegt, dann tun wir auch immer wieder neue holen. Aber eigentlich haben wir nur bei Deckfässer. Okay. Genau, ja. Ja, also das ist aber so ein Wein, der schreit so ein bisschen nach Essen, finde ich. Also ohne Begleitung dazu. Genau, also ich könnte mir da jetzt so richtig schönes, der Ralf wird's lieben, so ein richtig leckeres Kalbsrahmgulasch gut vorstellen. Okay. Also das ist so richtig was auch ein bisschen... Ja, aber doch eher auch so was Feineres dann. Ne? Ja. Also man ist ja dann Kalb auch eher so... Ja. Genau, also... So in die Richtung. Also ich würde jetzt wirklich eher schon, aber fein, aber ein bisschen gehaltvoll, könnte ich mir gut vorstellen. Aber auch 12% Alkohol, das ist wirklich alles sehr schön human, finde ich. Also, aber ich glaube, die Zeiten sind auch ein bisschen vorbei, wo man so extrem kräftige hatte, oder? Also 14%, also so teilweise gibt es das. Ja. Also es ist immer gut, man kann es ja nicht immer beeinflussen, muss man auch sagen. Ne? Also gerade den Traminer, wo wir dann später probieren, den kannst du früh lesen, den kannst du spät lesen, also am Anfang September, Ende September und es ändert sich nichts an der Öchsle. Also der hat halt immer dann viel Alkohol gefühlt, ne? Hier bei uns in der Region und man kann es halt manchmal auch einfach nicht beeinflussen und wir sind eigentlich damit so ziemlich zufrieden und Nee, ich finde den lecker. Lassen sich ganz, ganz gut trinken, denke ich, wenn sie jetzt nicht so... Also wir haben auch schon welche gehabt, die eben 13 hatten, also ist halt eben Jahrgang unterschiedlich, ne? Ich meine, 13 ist ja auch alles noch in Ordnung, ich finde so... Wenn im Weißweinbereich das dann so langsam in die 14 geht, dann muss das schon irgendwie, also ich sage jetzt mal, ein Burgunder aus dem Holz, okay. Silvaner aus dem Holz tue ich mir ein bisschen schwer. Ja, ja, okay, ja. Ja, also ich mag das eigentlich wirklich so gern so im 12-5 Bereich, das ist so, das finde ich immer ganz gut. Okay.
Ja, ich finde auch, dass da wieder diese heimische Frucht auch rauskommt. Mhm. Also eher wieder so der reife, ja, so reife Bönne, auch wieder mit so Quitte. Ja. Also das haben bei uns auch die Silvaner immer ein bisschen, so in diese Aromatik. Also muss man, geht immer wenig so in die Richtung von Jahrgang zu Jahrgang. Und ist auch wieder, also Silvaner wieder spontan vergoren. Mhm. Also da, das machen wir eigentlich ganz gern, es läuft ganz gut. Und wir finden halt, dass es irgendwie diese Sorte dann gut rauskommt. Ja, klar. Ne? Das ist schön. Wo wäre der Lagenwein dann preislich angesiedelt? Der ist jetzt bei 14 Euro. Okay. Absolut okay. Ja. Mhm. Aber ich habe da noch sowas, was... Riesling. Sowas Riesling-mäßiges gesehen. Und da ist auch nochmal Muschelkalk im Spiel. Da ist jetzt auch nochmal Muschelkalk im Spiel. Das ist Städtener Steinriesling. Mhm. Wenn man schon in der Region auch Weinberge hat, kann es dann auch Richtung Steinweine weitergehen. Ja. Haben wir gedacht, das hat sich uns angeboten, dass wir den Weinberg haben. Und dann haben wir gesagt, ja, das haben wir auf jeden Fall nicht. Nein. Ja, klar. Ich meine, das ist da wären wir ja blöd eigentlich. Und ja, 21er Städtener Stein Riesling trocken. Mhm. War jetzt das erste Mal, dass wir Riesling dann gemacht haben. War ganz spannend für uns, weil wir eben einfach, gut, klar, aus der Lehre oder aus der Arbeit, wo man vorher war, hat man es natürlich schon auch Riesling gekannt, aber wir selber hatten es jetzt halt noch nicht. Ne? Mhm. Und haben uns mit allen möglichen Sachen beschäftigt, wie könnten wir es machen, was machen wir, und wir sind eigentlich ganz zufrieden. Also für den fränkischen Riesling finden wir ihn gut gelungen. Und also er ist schon, also jetzt kommt es zwar langsam, aber es ist immer noch ein bisschen zurückhaltend, das Riesling. Also in die erste Zeit haben wir es dann auch echt noch ein bisschen gesucht gehabt, aber jetzt findet man eben, gut, braucht anscheinend doch auch wieder Zeit. Ist ja auch nicht schlimm. Ja. Also ich bin eh nicht so ein riesen Jungweintrinker. Ich muss nicht im Jahr 2023 gleich 2023er Wein trinken. Das brauche ich nicht. Oder was weiß ich, Januar, Februar. Also kann ruhig ein bisschen dauern, ist kein Thema. Ja. Also wir füllen auch unsere den Jahrgang dann im, also diese, die Gutsweine und die ersten Ortsweine füllen wir im Frühjahr dann immer. Und dann die zweite Füllung haben wir jetzt entweder im August oder Ende Juli jetzt dann. Genau, und da kommen dann die Lagenweine, und also wir lassen uns ja auch ein bisschen Zeit. Also wir machen da keinen Stress rein, und irgendwann hast du ja auch diese Zeitspanne, wo ich jetzt sage, ich komme dann irgendwann rein. Und habe dann die Weine trotzdem immer verfügbar. Ne? So dieses, oh Gott, ich muss vor Weihnachten schnell füllen. Aber wenn du halt irgendwann mal sagst, so jetzt ist der Wein halt mal aus gewesen und du lässt dem jetzt einfach mal Zeit, dann kannst du eben die Folgejahre einfach den Wein immer ein wenig länger Zeit lassen. Genau, das stimmt. Ja. Du hast dann halt ein Jahr so ein bisschen so eine... Genau, so dann waren halt mal die Weine ein wenig knapp. Ja. Ja, lieber... Aber dann doch für die Folge ist es ja dann wirklich super. Ja, ja. Genau. Nee, ich finde den super. Der Riesling, das ist aber auch so ein Wein, also ich merke das so gerade so in den letzten, ich weiß nicht, 2-3 Minuten, wo er im Glas ist, da verändert er sich extrem. Also da tut sich richtig was, der braucht wirklich Luft. Ein wenig Luft, ja, okay. Man trinkt halt auch in Franken eigentlich wenig Riesling. Also man hat auch wenig den Vergleich, finde ich. Ne? Wenn man einen Riesling kauft, dann kauft man halt irgendwie aus einer anderen Region, weil man dann halt so mal einen gescheiten Riesling möchte. Ja. Aber man vergisst, dass wir in Franken hier eigentlich richtig tolle Rieslinge haben. Also die bekommen Preise, die werden als weltbeste Rieslinge ausgezeichnet teilweise in der Vergangenheit. Und Wenn man sich dann mal auf fränkischen Riesling einlässt und dann einfach mal probiert und dann einfach, okay, man muss sich damit dann auseinandersetzen, finde ich, dass die halt trocken sind, meistens. Ja, also, ja. Das ist jetzt nicht normales Riesling-Kaffee von der Muse oder Spätlese, fruchtsüß oder so. Ja. Dann ist es halt trocken. Und wenn man sich damit abfindet, dann hat man da eigentlich immer eine ganz schöne Erfahrung. Ja.
Also ich finde... Ja, das stimmt schon. So Riesling-Kaffee wäre jetzt auch, glaube ich, nichts, was wir machen würden. Aber dafür kommen wir dann später zu dem Traminer, muss ich jetzt sagen. Ne? Da haben wir Spielraum. Aber ich glaube, wenn wir schon nur diesen einen Riesling haben, gleich würde ich da nicht dran trauen. Aber ich finde ihn schön trocken. Also er hat eine angenehme Säure. Also ich glaube, der ist jetzt schon auch so im 7er-Bereich von der Säure wahrscheinlich. Also, ja, aber noch... So echt ziemlich 7, ja. Muss man jetzt da spitzen. Aber ziemlich sicher sogar, ja. Ja, 7-7. 7-7? Ja. Okay. Also, sogar Oberkante. Ja, aber wirkt sehr frisch, sehr eben mineralisch. Also, Frucht finde ich, ist wirklich sehr dezent eigentlich bei dem Wein. Aber wirklich eher so, wirklich so der Muschelkalk, der schön durchkommt. Und einfach ein schöner Riesling. Schön, danke. Da freuen wir uns. Hm? Das erzähle ich später an Sebastian. Ich spuck gerade auch nicht. Ja. Ist lecker. Schön. So, jetzt haben wir noch einen Abschlusswein. Genau, den Traminer. Traminer Feinfruchtig 2022. Mhm. Also, mal ein bisschen. Ich habe es ja eben schon ein paar Mal gesagt. Traminer ist eben eine, es war damals eine Sondersorte, deswegen hatte Seinsam relativ viel Traminer. Traminer war auch meine Zeit lang recht bekannt. Seinsam war meine Zeit lang recht bekannt für Traminer. Aber mittlerweile gibt es ja oft in vielen Weinkühlern, also Sachen, damit wird der Sonnenspiegel ein bisschen abgerundet. Und wir haben auch sehr viele verschiedene Traminer bei uns im Sortiment. Also wir haben den 2021er, dann haben wir Feinherb gehabt, also der ging eher dann so, der war um die 8 Gramm Restzucker. Jetzt haben wir da einen Feinfruchtigen, der hat 28 Gramm Restzucker. Wir haben 2021 einen Eiswein gemacht. Und ja, da ist unser Sohn geboren worden, haben wir gesagt, naja, jetzt brauchen wir mal einen Wein, wo wir wirklich lang aufheben können. 2021. Genau, ja. Und dann haben wir momentan, den haben wir jetzt eben bei der letzten Füllung, Ende Juli, haben wir den Traminer trocken gefüllt, wo auch ein kleiner Holzanteil drin ist. Also wo wir gesagt haben, wir haben ein bisschen was im Holzfass drin gehabt, um auch mal, ja, das ist auch ganz interessant, ne? Ja. Also da haben wir so die ganze Sparte. Ja, haben wir an Traminer und man kann das halt einfach schön vergleichen. Für jeden ist was dabei, weil ja auch nicht immer alle dieses sehr Süße mögen, muss man auch sagen. Aber wir haben ja auch die Weinstube hier und da wird viel Traminer getrunken. Also die Leute fahren da teilweise richtig drauf ab und dann hast du quasi, ja, kannst du das probieren, für jeden Geschmack was dabei letzten Endes. Ja, also auf jeden Fall spielt ihr ganz gerne mit der Rebsorte, so ein bisschen so. Ja, schon, ja. Ja, aber da ist es auch wieder so, da schauen wir halt auch immer wieder auf den Alkohol, ne? Also, dass man jetzt dann sagt, gut, ja, das ist die L5, klar, der hat auch 28 Gramm Restzucker, logisch, dass der dann nur L5 hat, ne? Aber ja, wenn man den halt, also ich will dann ja diesen Traminer mit ewig viel Alkohol haben und dann lasse ich ihn eben lieber mal den Rest süßer und habe halt dann wenigstens nicht so eine Alkoholbombe, ne? Also, ja, und ich meine, man braucht ja auch vielleicht was, sage ich jetzt mal, wenn man Essen hat, so für die Käsebegleitung, für ein Dessert vielleicht auch so zur Begleitung. Und da passt es, glaube ich. Ja. Also ohne, dass ich ihn jetzt schon probiert habe. Genau, wofür. Ah, ja, ist eine schöne Traminernase. Ich glaube, der kommt auf jeden Fall noch mehr, denke ich. Also das ist eben das. Also es ist dezent, aber es ist schon da. Ja, ja. Ich denke, dass der, wenn man jetzt wahrscheinlich in einem Jahr probieren würde, nochmal ganz anders wäre. Ja. Und vom Arbeiten im Weinberg, ich meine, du machst jetzt eher im Keller die Arbeit, aber vom Weinberg her ist, glaube ich, schon der Traminer so ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja. Also ich glaube, der ist sehr mehltauanfällig. Ja, gut. Also, aber gut, das hat man so generell auch. Muss man schauen, dass man bei allen Weinen das im Griff hat. Ne? Also der Traminer, der hat halt, es macht schon viel mehr Arbeit. Also
sind ja kleine, kompakte Trauben. Dann musst du immer schauen, dass du wirklich auch eine Ertragsreduzierung hast, dass du eben den Geschmack reinbekommst, dann viel in Blättern und also ja, die Oma, die ja immer oft wieder abfährt, also die hat auch hier ganz speziellen Ansichten im Weinberg, weil sie geht auch noch mit raus, ja. Also die macht auch noch Handarbeit und die glaubt, die weiß immer ganz genau Bescheid, was sie da macht, ja. Aber ja, so ist sie einfach ein bisschen eine anspruchsvollere Rebsorte, das stimmt schon, ja. Ja. Auf jeden Fall. Und wir haben auch, es sind zwei verschiedene Traminer-Klone, die wir auch haben. Also der eine ist wirklich so kleinbärig kompakt und der andere hat eher so größere Beeren. Und die mit, also die größeren, also lockerer ist er jetzt nicht unbedingt, aber die größeren, die machen ein bisschen mehr Aromatik, finden wir immer. Also da merkt man da echt schon den Unterschied davon, ja. Ja. Aber ja, ansonsten, aber wir sind, wenn man rechtzeitig rausgeht und ja, ist auch mit voll nicht meistens kein Problem. Ja, ja. Doch, das geht alles. Aber wie gesagt, wir haben schon eben verschiedene Sachen auch im Herbst ausprobiert, dass man sagt, man liest den eher, man liest den später. Ja. Aber bleibt gleich. Bleibt relativ gleich, aber ja, man kann es sich eigentlich meistens sparen. Ja, man muss den perfekten Reifepunkt rausfinden und dann ist es letzten Endes egal, wie viel Rücksel er hat. Genau, ja. Alter. Ist auch wieder so. 2 Minuten oder so hat er Luft gehabt und jetzt öffnet er sich. Und er hat wirklich so. Ja, so die Reife. Also so eine. So getrocknete Früchte. Oder so. Ja, so, so getrocknete Rose oder auch. Ja, Rose, ja. So Rose, ja. Jetzt so, so eine frische Rosenblüte, sondern eher so diese. So. Wie heißt das? Potpourri, oder? So. Ja, klar. So. Das ist aber eher so, ja. Oder was meinst du? Diese getrockneten Blüten da. So. Ach so, heißt ja. Genau. Aber ja. Getrocknete Rose so in der Richtung. Ja, da. Ja. Finde ich jetzt auch. Also ich habe mit mehr Restsüße gerechnet. Also ist eigentlich auch schön eingebaut. Auch Säure, glaube ich. Restsüße. Ist dann eigentlich ganz angenehm. Ja, ja. Oder sehr angenehm sogar. Ja gut, man sagt ja auch den Traminer steht die Restsüße, ne? Also, ja. Und ich gehe jetzt so, also im Käse kann man natürlich machen und so, aber ich würde irgendwas Scharfes vielleicht sogar in die Richtung. Diese asiatischen Gerichte. Genau, so in die Richtung dazu, sowas, das glaube ich auch nicht. Eher vielleicht sowas, also so eher so leicht indisch angehaucht, sage ich jetzt mal so. Also wirklich so, wo auch wirklich so die intensiven Gewürze dabei sind. Damit, so ein bisschen scharf und dazu das passt. Okay, ja. Muss man vielleicht erstmal ausprobieren, ja. Ja, echt interessant. Man probiert die Weine so oft und wenn man dann mal so mit Sinn hier sitzt, ne, ist es auch immer ganz, wirklich auch nochmal schön. Ja, das stimmt. Ja. Oder mit jemandem anderes halt darüber diskutiert auch. Ne? Ja. Aber wenn wir so untereinander immer die Weine trinken, ja, man kennt ja den einen, was er die für Meinungen hat auch. Ne? Es ist also wenn ihr dann noch mal jemanden braucht, also ich komme gerne öfter vorbei. Also ist es nicht. Genau. Ja, ja, Seins haben sie eher so südwestliche Lage der Hohenbühl, aber wir haben oben auch einen Wald dran, also das ist ja der Bullenheimer Berg, ist relativ groß auch, aber trotzdem, also die Sonne erreicht. Also mein Vater sagt immer so schön, es sind die Lagen der Zukunft. Ja, ich glaube, könnte auch recht Also wird vielleicht in Retzbach dann eher ein wenig schwierig, weil dann die Sonne dann Strahlung schon so krass ist. Und da haben wir dann Syrah. Haben wir jetzt mit den Peewees schon mal vorangelegt. Ja, mal schauen. Also da sind wir auch ganz gespannt, was das wird. Und ist das denn eher der Plan, den reinsortig auszubauen oder eine Cuvée? Oder? Also wir haben, ich denke schon, wir würden wahrscheinlich auch was reinsortiges machen, definitiv. Aber wir haben vielleicht auch eben, wir haben einen Cuvée, also einen Gutsweinbereich, der so Spaß machen soll. Und da, glaube ich, passt er echt ganz gut rein. Also die gehen beide so in Richtung Sauvignon Blanc, die Sorten. Cabernet Blanc kenne ich. Ja. Mein Vater wollte schon immer Sauvignon Blanc anpflanzen
Und wir, also ich war gar nicht immer so der Typ dafür. Und dann, ja, jetzt hat er damit, haben wir es ihm jetzt gerecht gemacht. Da kann er mal überlegen. Ja, ja, genau. Wenn man eure Weine kaufen möchte, bekommen möchte, kann man einfach anrufen oder anrufen. Webshop. Genau, eine Website haben wir mit Shop und man kann hierher kommen, kann hier übernachten. Das stimmt, stimmt. Ich glaub, ihr macht auch so Pizza-Events. Und ja, so. Genau. Ja, wir haben, in Corona war das, da hatten wir natürlich unsere Weinstube nicht öffnen können. Dann haben wir überlegt, was macht man jetzt? Wo das gerade losging mit, ja, jeder hat irgendwie mit To-Go angefangen und dann haben wir gesagt, nein, wir machen jetzt was anderes, wir machen doch jetzt nicht Hangwich of To-Go, ne? Wir probieren doch mal Pizza, weil wir essen auch beide sehr gern Italienisch oder Pizza und dann haben wir, ja, angefangen Pizza zu machen und es kam dann so gut an, dass wir es jetzt immer ein, zweimal im Monat, zumindest im Sommer, im Winter, passt finde ich irgendwie dann auch nicht so, anbieten, dass wir Pizza mehr machen, genau, ja, und schmeckt. Das ist die Hauptsache, es schmeckt. Ja, ja. Ja, von dem her, vielen Dank, dass ich mal vorbeikommen durfte. Ja, sehr gerne. Und, schön, dass ihr auch dabei wart. Hoffentlich. Auf jeden Fall. Und ich kann nur sagen, also ihr solltet mal was probieren. Also es lohnt sich. Dankeschön. Gerne. Also vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.